Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit. Auf geht's in eine neue Runde. Und wer sich wundert, warum es am Mittwoch kein Kriegsvideo gab. Ich habe meine Angriffe aufgenommen, konnte aber das nicht mit Ton machen, weil ich das zwischen Tür und Angel getan habe. Dann wollte ich nachkommentieren, ging auch nicht, hat nicht geklappt. Es hat einfach mal nicht gepasst. Ich hatte 4 One-Shots und zweimal verrissen. Warum? Ja, jetzt könnte man sagen, Board war scheiße. Ich fühlte mich aber auch mit den Teamzusammenstellungen nicht wohl. Das ist halt, wenn du das Gefühl beim Gehen machst, dann ist das einfach Schrott. So, aber diesmal nehmen wir wieder auf und wir haben einen Gegner, der hat schon ganz gut losgelegt hier. 1517 Punkte, 42 Angriffe noch, alles noch ganz frisch, 56 Angriffe bei uns. Und 1100 paar zerquetschte. So, wir sind gerade dabei, das Feld zu räumen. Die Jungs hier bei uns haben, also der Gegner hat auch schon ordentlich losgewirkt. Jo, und dann gucken wir einfach mal, was wir hier so haben. 3 volle stehen noch. Also gucken wir mal, dass wir die irgendwie anpeilen. Ja, eigentlich erstmal relativ bo hier. Nehmen wir doch einfach mal den. So. Okay, Kingston gebreakt vorne, Baldur auch gebreakt, da können wir, ich muss mal ganz kurz gucken, bei Heimdall ist Alfrike mit bei, okay, das heißt, Gelb nehmen wir nicht mit, okay, dann spielen wir hier grün. Der Gegner hat nur grüne Tanks, von daher so wie bei uns. Wir spielen grün, wir wollen Richtung Ariel gehen und Kingston und wir nehmen als Beifarbe Rot mit. Wir nehmen als Beifarbe Rot mit, packen uns da einen Heiler mit rein. Jetzt müssen wir kurz nochmal gucken, was macht da noch Sinn mitzunehmen. Kingston ist gegen Brand immun. Hier müssen wir noch die Truppe verändern. So. Dann können wir theoretisch das nachher mit Rot gegen... Ja, wir nehmen mal Rot eher als Beifarbe mit, dann können wir ein bisschen mehr mit Rot machen. Dann nehmen wir hier Yang Mai mit und dann ist das auch okay. Auf geht's. Machen wir es mal so. Mal gucken, ob wir was kriegen. Okay, wir haben ein mini bisschen grün und ein mini bisschen rot. Na, natürlich nicht ganz so doll. Spielen erstmal das grüne weg und wir spielen auch erstmal das rote weg. Vielleicht entwickelt sich ein bisschen was, denn wir brauchen definitiv hier Entwicklung. Okay, es entwickelt sich ein wenig. Step by Step. Das war okay. Das Kingston auslöst ist nicht ganz so okay. So, mit Grün können wir da reinkrachen in Kingston. Das ist okay. Wir können die auch ghosten, wenn wir Kingston gleich wegnehmen. Ist aber auch irgendwie egal. Wir gehen mal auf Ariel. Die nervt mich da am meisten mit ihrer Schweineheilung. Okay, dann gehen wir da gleich drauf. Gut, und dann gehen wir hinterher. Wir beackern erst die linke Seite. Und dann ist das schick. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil Baldur hinten nämlich auch ein richtiger Stresser ist. Wenn der mit seinem über 100% Leben um die Ecke kommt. Aber wir kümmern uns erstmal weiterhin um links. Ja, schön, hat sie übel abgefeuert, immer auf den, der schon geschrottet ist. Aber immerhin die Angriffsverstärkung. Ja, wir wollen mal nicht zu gierig sein. So, jetzt geht's nämlich los. Baldur fängt an auszuticken da auf der Seite. Na, okay. So, dann werden wir Baldur gleich mal entfernen.
Also zumindest sein Schweinespecial da hinten. Dann gehen wir da einmal drauf mit allem, was wir haben. Jo, und dann geht's 5 gegen 1, das sollten wir lösen können. Huch, da wackelt die Kamera. So, das sollten wir lösen können. Dann spielen wir das mal da hoch. Pfeilsalve, jawohl. So. Der hat ganz gut geklappt. So, dann nehmen wir uns den Heimdall und danach den anderen da, wa? So, wir wurden gerade, genau, geflippt. Okay, dann gehen wir hier drauf. Wir haben dort den Heimdall und alles sowas. Heimdall und Alfrike. Heimdall und Alfrike. Wir wollen mitnehmen. Gelb. Wir nehmen mit. Jetzt mal überlegen. Wir nehmen mit Leonidas. Und wir nehmen mit Uraeus. Warum? Ich habe vor, also ich hoffe auf gelbe Steine, das Prinzip bleibt dasselbe wie immer. Ja? Und dann habe ich vor, dass wir in der Hoffnung, dass wir sie ankriegen, mit Leonidas und Uraeus direkt einen rausnehmen können. Also entweder den Heimdall oder Alfrike. Ja? Einen von beiden. So, damit macht Ares aber keinen Sinn. Und wir haben keine Heilung bei. Ja, der Kollege da drüben aber auch nur den Heimdall. Gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Wenn wir jetzt mit Rot reinlatschen, dann würden wir Räuben mitnehmen und Ares oder Räuben und Eslan und haben aber keine Heilung. Das ist irgendwie scheiße. Sturmfang ohne Wappen? Naja, für irgendwas muss er ja gut sein, ja. Für irgendwas muss er ja gut sein. Sturmfang ohne Wappen. Na, hoffen wir mal, dass Sturmfang ohne Wappen auch funktioniert hier. So, probieren wir es. Gelbe Steine brauchen wir eh, ohne wird es nicht gehen. Okay, ein bisschen was haben wir zumindest mal. Aber auch nicht viel. Es fliegt relativ viel in den Heimdall rein. So, wir können uns da die nächsten 3 Steine zusammensammeln. Wir brauchen wenigstens noch 2 Steine. Okay, jetzt müssen wir mal grübeln hier. Kriegen wir irgendwo was Rotes zusammen? Nicht so richtig. Ja, okay, haben wir ein bisschen was Rotes zusammengekriegt. Der Hemda löst jetzt gleich sowieso aus. Richtig ätzend. Das macht natürlich den Plan mit dem Wegschießen jetzt nicht einfacher. Ja, das hätte auch nicht sein müssen gerade. Okay, wir haben da zumindest mal unsere gelben Steine. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir auch bis dahin vernünftig durchkommen. Ja, na klar, Sturmfang weg. Das ist halt ohne Wappen. Ist das halt ätzend. So. Wir gehen auf die Seite. So, und Alfrike kriegen wir nicht weg. Und trotzdem probieren wir es. Damit kriegen wir es also hin. Also das macht auf jeden Fall übel Bautz. Wir gehen dorthin. Und jetzt müssen wir hoffen, dass der Heimdall
Nicht wiederbelebt. Und es sieht trotzdem sehr, sehr schlecht aus. Sieht sehr, sehr schlecht aus. So, Heimdall haben wir weg, aber wir sind auch fast tot, also. Das kannst du schon wieder unter Scheiße verbuchen hier. Nee. Naja, ist gut. Einverstanden. Richtig räudig, richtig räudig. So, einen haben wir noch. Nochmal gebreakter Kingston. So, wir nehmen Ares mit. Wir nehmen Ezreal mit. Und wir nehmen Gormek mit. Wir nehmen Dondre mit und Drake. Und Drake. Und dann stellen wir das aber nicht so, sondern wir wollen den kritischen Treffer auch auf gelben Steinen haben, also nehmen wir das so mit. Okay. Jo, das machen wir so. Das sieht gut aus. Das machen wir so. Eieiei. Richtig schöne Steine sind das aber auch wieder nicht hier. Okay, wir müssen uns hier irgendwas zusammenbauen. Nämlich so, dass wir gelb zusammenbekommen. Und natürlich auch rot. So. Okay, dann spielen wir die roten dort rein. Okay, das war glücklich, dass das gleich mit in Rot geht. Das ist natürlich nicht glücklich, dass er jetzt tatsächlich am Leben bleibt. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße hier? Und er überlebt das gleich nochmal. Das ist doch nicht zu glauben. So, wir gehen aber auf die rechte Seite. So, volle Kanone. Weil bevor sie mit ihrem räudigen Verspotten anfängt, werden wir sie mal lieber aushebeln. So, das war gut. Dann können wir hier zumindest mal Ghost. Na, nicht. Na. Sag doch mal, muss jetzt Ariel so doll gefüttert werden, dass die hier nochmal auslösen kann? Ist doch scheiße. So, Uraeo ist das nächste Ziel da auf der Seite. Überlebt er natürlich. Alles andere wäre eine pure Enttäuschung gewesen. Okay. Ariel löst gleich nochmal aus. Kann sie auch machen. Es ist nicht ganz so tragisch. Die macht uns dann noch das Blenden weg, das wollen wir nicht. Von daher warten wir mit unserem Special noch. Okay, so, den spielen wir so und nicht als Drache, denn wir wollen die roten Steine haben.
Wir haben jetzt nicht mehr so viel Angriffspower und werden jetzt gucken müssen, dass wir schön irgendwie auf der rechten Seite uns bewegen. Ariel wird noch mal heilen können, da werden wir nicht drum rumkommen. Da werden wir nicht drum rumkommen. Ja, jetzt müssen wir tatsächlich gucken, dass wir hier aber irgendwie Stück für Stück auch mal das so zusammengebaut kriegen, dass wir auch irgendwann mal attackieren können, sonst machen uns die Pfeile nass hier, ne? Ja, und ein Heiler weggeschossen, na klar. Und nichts drunter. Einfach mal nichts drunter unter Ariel. Eieiei. So, reicht der eine Ghost-Sitte für Gormek? Nö. Okay. Läuft also wieder super. Läuft super. So, Seeschott knallt mir jetzt bestimmt Gormek weg. Na, selbstverständlich. Na, selbstverständlich. Leck mich doch am Arsch, ey. So, wir müssen rechts bleiben und wir haben keine Steine. Ey, das ist so scheiße, ist das. Gut, sie löst eh aus, dann können wir da auch mal reinmähen in der Hoffnung, dass hier mal irgendwas nachkommt. Wie lange haben wir noch Zeit? Gehen jetzt die 5 Minuten los, okay. So, wir müssen mal ein bisschen hier Fortbewegung reinbringen. Die gelben waren gut, die grünen waren nicht gut. Eieieiei. Alter Lachs. Alter Lachs. Und jetzt haben wir auch eigentlich schon verloren. So, spielen wir mal die Glücksmurmeln hier. Ja, mit Ares kannst du das nicht mehr gewinnen. Kann nur noch schlimmer werden eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich noch weiterspiele. Ja, Ariel heilt jetzt hoch. Ich bin gefühlt tot. Wenn Seeschat auslöst, dann war es das gewesen. Von daher kannst du rausgehen. Und ich muss sagen, ich bin mittelschwer angepisst. Gut. Teamwahl war einfach scheiße. Funktioniert haben sie nicht. Vielleicht hätte ich auf die linke Seite gehen müssen, bevor ich mich um die andere Seite gekümmert habe. Im Nachhinein ist man immer schlauer, ja? So, also zwei Fehler schon mal drin gehabt. Super Geschichte. Wir gucken, wie es morgen früh weitergeht. Dann bin ich wieder am Start und wir schauen uns an, wie es da weitergeht. No? Also, bis dahin, macht's gut. Ciao. So, herzlich willkommen, Leute. Zweiter Teil. Es ist wieder Kriegszeit. Und ja, es hat sich ein bisschen was getan. Der Gegner hat zwischendurch losgelegt. 4.452 Punkte haben sie bei 45 Angriffen, die noch Rest stehen. Und wir haben 3.598 und haben noch 72. Also alles noch ausgeglichen, alles noch okay. Wir sind noch im Lot, wenn es dann auch gut klappt. Ja? Gestern hat es nicht geklappt. Ich bin
angepisst raus aus dem Krieg, weil das war nichts, ja. Aber ja, wir haben ja noch ein bisschen, von daher können wir ja mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was hinbekommen. So, schauen wir mal, wie es aussieht. Wir haben noch einen ganzen Arsch voll Blau, wir haben einen ganzen Arsch voll Lila. Ein bisschen was Grünes haben wir auch noch. Wir haben auch noch ein bisschen Gelb. Rot haben wir nicht mehr so richtig doll. Jetzt könnte man sagen, ja, Lady Loki, Elena, ja, pff, alle langsam. Also nicht alle, ne, Lady Loki nicht, aber ja, mal gucken. Mal gucken, was wir da machen. Er ist hier der größte Joe, den wir auf dem Feld haben. Ich überlege, ob ich den mal machen sollte. Überlege aber auch, ob das so sinnvoll ist, wenn man kein Rot mehr hat. Ja, bin ich irgendwie unentschlossen. Wir können ja mal gucken, was wir dort als Aufgebot hätten. Beiseite schieben da oben. So, immer nicht mit Rot gehen. Wäre natürlich Blau für den Weihnachtsmann nicht verkehrt. Auf der anderen Seite ist das dann auch wieder nicht so gut, wenn die Mutter Nord permanent da auslösen kann. Wir könnten ganz übel mit Lila draufhauen. Das wäre auch ganz okay. Da können wir auf jeden Fall auch ordentlich Bums mit auslösen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. So, das wäre ja dann, könnte Team 5 eine Variante sein. Team 5 würde so aussehen. Und dann ihn wahrscheinlich eher so. Problem ist, wir kriegen den Weihnachtsmann Boni nicht weg, aber wir kriegen wiederum sein Klimbim weg. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt so wichtiger? Den Weihnachtsmann Boni wegkriegen, also den wir abkriegen, den Death Down. Er geht auch ganz schön übel ab. Also wenn er auslöst, dann wird es auch Oll. Ja, das nehmen wir so. Feuer frei. Komm. Ich war mit der Teamzusammenstellung gestern auch nicht zufrieden. Das ist jetzt schon der zweite Krieg, wo ich da nicht ganz glücklich mit bin. Da muss ich mal in mich gehen, ob ich das, woran das liegt. So, dann nehmen wir den als Vierer. Okay, das ist erstmal gut. Dann pusten wir da auch gleich mal drauf auf die Mutter. Dann schieben wir die mal hinterher. So, drei grüne Steine haben wir drunter. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen, dass die wegstirbt. Aber Gift hat sie auch noch drauf. Jetzt ist die Frage, dann gehen wir erstmal in seine Richtung. Gehen wir erstmal in seine Richtung. Ja, na nun, aber auch nicht 800 Steine da reinprügeln. Das war wiederum okay. Gift kam auch okay. Dann werden wir uns mal gleich hier die Jungs zurückholen und uns um den Weihnachtsmann kümmern. Den finde ich nämlich auch ätzend. Gut. Gift hat er nicht bekommen. Nicht so gut. Nicht so gut. Na, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir vielleicht das hinkriegen, dass die hier nicht alle ausrasten. Okay, jetzt machen wir ihn an, damit wir das Schild oben haben, denn der Kollege Knüppelschuh auf der rechten Seite löst jetzt aus. Ja.
Genau, okay. So, jetzt nehmen wir erstmal den Weihnachtsmann raus, bevor der uns hier irgendwie Ärger macht. Sie hat unter der Hälfte. Er auch. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Wir gehen trotzdem mal auf sie, weil ihr Blenden finde ich scheiße. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Gift braucht die denn noch? Ein Zug, das heißt. Ach, jetzt habe ich den gespielt. Ich wollte eigentlich nicht reinspielen, damit sie einfach wegstirbt, aber das tut sie auch so gut. Ich dachte schon, sie löst jetzt aus und blendet uns hier noch ganz keck. Das hätte ich echt scheiße gefunden. Okay, jetzt gibt's noch mal die Keule. Ja, so übel ist das gar nicht, was er hier macht, ne? Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass der ein bisschen mehr reinbumst, wenn er kommt, ja? Aber was soll's. Gut. Das ist okay. Das war ganz okay. Dann müssen wir uns kurz mal. Ich habe jetzt nicht. Das Feld noch nicht komplett hier checkt hier. Oh, gebreakter Heimdall. Wie viel hat er denn? 1072. Und 1644. Also 1072 und 1644. 1000 und 1582. Also eigentlich ist Elkan gar nicht so weit weg von dem, ja? Und trotzdem fällt es einem irgendwie, habe ich das Gefühl, schwerer, den Heimdall wegzuknallen als einen Elkan. Das ist komisch, weil die Werte sind nicht gleich, aber zumindest mal in der Nähe. So, was machen wir jetzt aber mit dem? Nehmen wir den, nehmen wir den nicht. Dann mal hier, Heimdall mit Alfrike. Was haben wir hier noch? Wir haben noch viele Angriffe bei uns von richtig guten Großen, die noch nicht angegriffen haben. Von daher ist ja die Frage, ob man sich immer das antun muss, dass man jetzt da volles Mett drauf spielt. Obwohl ja ganz viele. Was ist das? Ein Vierer. Ein gebreakter Anton in der Mitte. Okay. Ob man sich das antun muss, dass man da jetzt voll drauf geht. Obwohl welche dabei sind mit Sicherheit von uns, die noch bessere Angriffsteams haben, als ich sie jetzt noch habe. Den kann man eigentlich auch mal machen hier, ja. So, mit was machen wir denn den? Wir haben noch zwei Angriffe. Mit dem was machen wir den? Mal was gucken, das sah so niedlich aus, weil das Fragezeichen so war, als wenn man den jetzt nochmal benutzen kann. Hätte ja sein können, dass da ein Bug drin ist. Machen wir den mit Blau und Lila? Komm, den machen wir mit Blau und Lila. Auf geht's. Blau und Lila. Blau und Lila, oh, nicht so viel Blau und nicht so viel Lila wie gewollt. Also das Board muss sich entwickeln. Dann entwickle dich mal los hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen Boardbewegung, da kommen wir nicht drum rum. Also spielen wir den so, damit das in Rot geht und uns Steine bringt. Oh, das ist auf jeden Fall nicht so cool. Ja, hier kommt auch genau das nach, was wir nicht haben wollen.
Müssen wir echt mal gucken. Was machen wir jetzt? Können hoffen, dass da unten blau nachkommt. Kommt nicht. Kommt lila nach. Und den werden wir auch gleich brauchen hier. Und ansonsten ist das Board einfach mal übel tot. Also, Diamanto. Kommt nichts nach. So. Jetzt haben wir zumindest mal die Special an. Das ist ja schön. Aber wir kriegen auch gleich die volle Beule von allen. So, wir könnten jetzt Esla den Attack runterdrücken. Aber ich will mal gucken, ob ich den Heimdall ärgern kann. Okay, den Heimdall konnte ich erstmal ärgern. Dann wollen wir mal gucken, wie viel noch übrig bleibt, wenn die hier alle durchgezogen haben. Ja, geht natürlich auf dieselben, ne? Ist logisch. Ist logisch. Und wir haben nichts, was wir spielen können, großartig. Ja. Richtig geil. Das geht zumindest mal danach dann in Lila. Aber das hilft dir auch nicht mal, wenn du von Esla gleich die nächste Beule kriegst hier. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Schade, schade, schade. Können wir noch irgendwas Verrücktes tun? Mir fällt nichts ein. Überleben wir den noch? Ja. Er stirbt aber nicht. Mann, ist das ein Schweinekrieg, ey. Das ist ein Schweinekrieg. Ich bin einfach angepisst, ich kann es nicht ändern. Ich bin einfach angepisst, dass das nicht so läuft, wie ich mir das gerne gedacht habe. Ja, geht ja nicht darum, dass man jedes Mal sechs One-Shots machen muss, dass die Serie irgendwann reißt und die letzte Mal gerissen ist. Das ist nun mal so. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber das nervt mich jetzt richtig an. Da ich ja direkt Lust. Wieder Helden zu leveln, bis die Fleischkisten glühen hier. So, haben wir eine Idee für Alfrike? Am besten nicht auslösen lassen, ja?
So, Tibertus müssen wir umstellen. Den müssen wir umstellen. Den möchte ich gerne so haben. So, wenn Ariel nichts abkriegt, könnte die eventuell sogar den Rotz von Schnuppelbacke Alfrike wegmachen. Könnte. Wenn es dann aufgeht. Gucken wir mal. Okay, wir spielen erstmal die. Dann haben wir nämlich links ein lilanes Match, was wir vorher nicht hatten. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns das hier nicht komplett verbasteln. Spielen den mal so. Okay, kommt noch mal was nach. Spielen wir die Lilanen da mal rein. Weil irgendwann brauchen wir auch mal Lila und davon haben wir nicht so viel, muss man auch mal sagen. Scuddy wollen wir auf jeden Fall auch nicht so ganz so oft eine geben. Nicht so schön. Können wir mal versuchen, ob wir Onatel natürlich nicht wegkriegen. Wäre auch ein tolles Ding gewesen. Und wir kriegen Onatel nicht weg, bevor der Heimdall auslöst. Ach komm schon, und das Board ist im Arsch. Ja, ich weiß, wenn ich den gelben da spiele, der da blinkert, dann kann ich danach ein blaues Match machen. Aber das Board ist ja trotzdem tot. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier zeitnah was an den Start bekomme, um Alfrike mal irgendwann wegzubekommen. Aber wenn ich sehe, wie meine Helden aussehen, dann brauche ich mir, glaube ich, um Alfrike keine Gedanken machen hier, ey. So, Onatel wird das bestimmt wieder überleben. Na, selbstverständlich überlebt sie das mit gefühlt drei Pisspunkten, oder? Da sieht man schon wieder nicht mehr. Genau, alle auf, immer auf. Ja. So, Elfrike ist die nächste, die kommt. Vorher will ich aber noch die da aus, die da wegkriegen. Endlich mal einen wegbekommen. Juhu, ich bin der tollste Fuck you-Scheiße hier. Wow. 171 Punkte. Also ich glaube, es ist also vom letzten Monat, weil wir ja Monatstabelle führen, es ist definitiv der schlechteste Krieg überhaupt. Und ich glaube sogar, wenn ich noch weiter zurückblättern würde, wäre das nicht nur der letzte Monat. Was für eine Scheiße. Ja. Ich hoffe, soll ich wirklich so sagen, ich hoffe, 45 noch hier, 61 da, ich hoffe, dass die anderen das besser machen als das, was ich hier veranstaltet habe. Mann, Mann, Mann. Gut, also man sieht, auch ich kann ins Klo greifen, ja, so wie jeder andere auch.
Ich muss mir das nochmal angucken. Ich war ja schon im letzten Krieg, den ich nicht gefilmt habe, am Mittwoch sehr unzufrieden mit meiner Teamzusammenstellung. Gestern war ich nicht zufrieden mit der Teamzusammenstellung, weil das auch wieder so Holl und Boll auf den Abend war. Und jetzt war das irgendwie auch nicht cool. Ja? Auch wenn ich glaube, dass ich hier so ein, zwei Mal keine wirklichen Steine hatte, aber da will ich es nicht drauf ausreden. Von daher, ja, unzufrieden. Ja, so kann es auch gehen. Und wir hoffen, dass wir am nächsten wieder besser sind. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao.